Ja, guten Morgen. Mein Name ist Olaf und ich betreibe hier das Etherdampfradio, die Online-Plattform. Wie kommen eigentlich Beiträge auf Etherdampfradio? Das wollen wir uns heute mal angucken. Also es fängt alles an, dass eine Mail kommt, wenn es um Pressemitteilungen geht. Bei eigenen Berichten ist das ein bisschen anders. Also, so sieht eine Pressemitteilung aus. Hier nehmen wir mal das Beispiel von der Pressestelle in Paderborn. Die meisten Mails kommen entweder mit Fließtext in der Mail oder mit Anhang als Dokument oder PDF. Das heißt, es sind immer unterschiedliche Formate und Formatierungen in der Mail, und dazu kommt dann meistens noch irgendwelche Schnickel, die Schnacke, die Bimmelchen und Glöckchen. Das muss irgendwie ein bisschen angepasst werden. Also das Ganze erstmal in einen Editor kopieren. Das mache ich jetzt mal. Bei eigenen Berichten ist es ein bisschen anders. Die kommen direkt in WordPress. So, da ist ein Foto angehangen. Das ist immer ganz schön. Also speichern. Und dann wird das Foto erstmal bearbeitet. Hier ist es in dem Fall ein Hochkantfoto, und Hochkantfotos sind natürlich furchtbar unpraktisch, unbrauchbar und wie immer. Also schneiden wir das Foto erstmal zurecht, dass wir es in ein druckfähiges Format bekommen. So, also wird der Das ist der Vortragende für den Beitrag geschnitten. Dann ändern wir die Größe nochmal. Und speichern das Ganze ab. So, damit haben wir das Foto bearbeitet. Der nächste Schritt ist dann, hier drüben im Editor werden die mit dem Beitrag redigiert, weil oft sind Doppelungen drin oder Schraubsätze. Wenn das passiert ist, dann gucken wir noch mal drüber. Die Fotobeschriftung wird erstellt. Hier die Paderborn macht immer noch das C, das Copyright, rein. Das ist vollkommen überflüssig. Das kennen wir in Deutschland eh nicht. Und dann, ja, dann, was machen wir dann? Dann machen wir hier die Plattform auf. Das ist dann die Homepage, und dann gibt es einen neuen Beitrag. Überschrift. Den Rest hineinkopieren. Damit wäre schon mal der erste Schritt zum Beitrag erstellt. So, dann gibt es eine Unterüberschrift. Dann wird das Ganze noch ein bisschen angepasst. Ja, Etherdampfradio trägt sich natürlich durch Werbung, also wird die Werbung jetzt eingefügt. Einmal eine regionale Werbung.
so. Insoweit wäre jetzt der Beitrag, kommt noch eine Werbung rein, denn wie gesagt, Ederdampfradio trägt sich durch Werbung. Dann wird die Kategorie festgelegt, ein paar Schlagwörter. Wewelsburg, Vortrag und das Beitragsbild wird hochgeladen. Das ist der Referent. Der kriegt eine Bildunterzeile. Nochmal drüber gucken, veröffentlichen. Allerdings ist es damit noch nicht getan, denn jetzt geht es weiter. Die Beiträge von Ederdampfradio erscheinen dann, wie man gleich sieht, in etlichen sozialen Medien. Die müssen zum Teil ein bisschen angepasst werden. Das dauert auch ein bisschen, bis der Server die entsprechenden Seiten geladen hat. So, das heißt, hier in Facebook erscheint das, in Twitter. Hier müssen wir es ein bisschen anpassen, da die Anzeichenzahl in Twitter begrenzt ist. Instagram, Pinterest, machen wir aus der Region. Google Business, LinkedIn und noch einige andere. So, dann teilen wir das Ganze. Das wird jetzt über das Plugin verteilt und dann schauen wir mal, wie das in den einzelnen Netzwerken aussieht. Zwischendurch kommen natürlich immer wieder Mails rein, die können wir uns mal angucken. So, ja, das ist also dann entsprechend verteilt worden. Alle Beiträge, das heißt, er ist schon 33 Mal aufgerufen worden. Und auch die Werbung können wir uns mal kurz angucken. Impressionen, das heißt, wie oft wird die Werbung einem Besucher angezeigt. Dann sehen wir, was in den letzten 7 Tagen passiert ist. Auf Twitter sieht das Ganze dann so aus. Oder auf Instagram hier. Und natürlich auch auf Facebook, auf der Seite von Ederdampfradio. Ja, so kommen die Beiträge
von Eder Dampfradio ins Internet. Oft sind Pressemitteilungen eigentlich nicht sonderlich brauchbar. Warum? Da wird einfach ein Plakat geschickt oder ein Foto und das muss man dann eigentlich mühsam abtippen und das kann ich natürlich nicht leisten. Denn es gibt hier keine Riesenredaktion dahinter, sondern das ist eine Ein-Mann-Show. Oft sind es auch nur Kurzmeldungen, 10 Zeilen, die Bearbeitung dauert genauso lange und ist genauso schwierig. Also deswegen erscheint eben manches später oder überhaupt nicht. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen.